Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOWG. Ihr wisst, wer am Start ist. Euer Rap Talk, Rap News Organ ist natürlich wieder hier am Start. Rap Talk bei Doggy3DL. Ich will nicht lange fackeln. Unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Samra. Samra hat vor einigen Monaten sich eine Pause genommen, oder besser gesagt, ich würde mal sagen, eine künstlerische Pause genommen. Er hat wohl sehr viele private Probleme gehabt. Er hat es verfasst in einem Instagram-Post, meine lieben Freunde. Ich werde es euch jetzt gleich einblenden und vorlesen. Dann könnt ihr euch das mal verdeutlichen, was da so bei dem Rapper abging. Also es ist wirklich ein Rätsel geschrieben. Ich kann es ehrlich gesagt kaum verstehen, was da drin steht. Also es ist wirklich sehr schwierig zu erklären und zu verstehen. Vielleicht lest ihr es euch selber durch und in Ruhe zu Hause und guckt mal, was da abging. Ich habe es nicht verstanden, meine lieben Freunde. So, Freunde, ihr seid jetzt hier am Start. Da hinten ist das Videolicht, damit ich ein bisschen heller und so weiter wirke. Ich lese es euch jetzt mal kurz vor. Ihr könnt euch das natürlich selber auf Instagram vorlesen, aber ich lese es für euch vor. Ich bin mal so frei. Es tut mir leid, dass ich weg gewesen bin und nicht für euch da war, aber ich weiß auch zugleich, dass meine Fans es verstehen werden. Es gibt Momente im Leben, die man nicht in Worte fassen kann. Ich muss hier einiges klarstellen, dass ich in Frieden leben möchte und niemandem gegenüber eine böse Absicht habe. Ich möchte gerne meine Familie oder meine Familie ehren und allen Menschen um mich herum soll es gut gehen. Niemand soll etwas Böses geschehen. Es soll auch niemand das durchmachen, was ich durchgemacht habe die letzten Monate oder Jahre. Das wünsche ich nicht mal meinen Feind. Wir Menschen vergessen immer wieder aufs Neue, was uns nach dem Tod erwartet. Leider habe ich diese dunkle Seite kennengelernt, seitdem ich in dem Game bin und an der Spitze spaziere. Gott gab mir die Stimme und das Talent und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Diese dunkle Seite, die mich verfolgt hat, mir vieles bislang gezeigt und sehr nahe spüren lassen. Und trotz all dem weiß ich nicht, woher sie kommt und weshalb sie mich anzieht. Ich kämpfe dagegen an, aber sie möchte mich nicht loslassen. Ich kann euch zugleich garantieren, dass es auch eine hellere, wunderschöne Seite des Lebens gibt und die das Herz zum Lachen bringt und die innere Ruhe spüren lässt. Diese hellere Seite ist die Seite Gottes. Jibrailu Biblis Kolt. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut nachvollziehen, was da steht, aber ich denke mal, es ist eine schöne Botschaft. Immerhin haben es sich 420.000 Leute angeklickt und angeschaut, das Video. Also das Lied auf jeden Fall, Cold, ist einer meiner Favoriten, würde ich mal so sagen. Also es kam gestern raus oder heute Morgen. Ja, meine lieben Freunde, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier am Start gewesen seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, bitte tut es genau jetzt. Ja, abonniert diesen Kanal, schreibt in den Kommentar, wie ihr dieses Video fandet, wie ihr mich findet, wie ihr die Qualität findet. Ja, findet ihr gut, dass ich hier am Start wieder bin. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace out. Übrigens, dieser Ferrari ist der hässlichste Ferrari, den ich je gesehen habe.